Hallo Kinder und herzlich willkommen zurück beim Wohngemeinschaftstalk. Wenn es ums Essen geht, dann mögen es die meisten von uns ja eigentlich international. Sushi mit Stäbchen, Falafel, Döner, Pasta. Wenn es dann aber um die Menschen aus diesen Ländern geht, dann sind auf einmal viele nicht mehr so offen. Warum das so ist, darüber wollen wir jetzt reden. Im Wohngemeinschaftstalk. So, ich als Kartoffel frage euch jetzt einfach mal so gerade heraus, werdet ihr mit eurem Migrationshintergrund konfrontiert? Auf der Straße oder wo auch immer? Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe schon öfters was hören müssen. Also jetzt in der Schule ist eher harmloser, da hat man mich halt so ein paar Mal aufgezogen. Aber auch wenn man abends irgendwie in der Stadt unterwegs war, da gab es halt schon von irgendwelchen Betrunkenen irgendwelche Kommentare. Also bei mir sieht man es ja nicht an, sind es wenn dann nur so Kleinigkeiten gewesen, so wie sich über den Nachnamen lustig machen. Und der ist ja auch sehr abenteuerlich, also von daher ist das ist auch überhaupt kein Problem. Und dann halt so eine Sache wie das, also das Einzige, was halt wirklich da war und auch echt stark da war, waren halt so Sachen in der Grundschule, das waren halt noch so echt alte Lehrerinnen und die dann auch so mit Sachen ankamen wie Ausländerquote in der Schule und nicht aufs Gymnasium lassen. Und dann haben wir die auch zur Rede gestellt und die kam dann so halt wie gesagt mit so, ja, wisst ihr nicht, wie das da bei Ihnen ist und so bla. Also so schon auch krass, wo ich auch denke, so come on, das war jetzt auch nicht 1980 oder so. Ich sehe da auch immer so eine Angst vor dem Unbekannten drin, ja. Aber damit einhergehend ja auch irgendwie so eine gewisse Engstirnigkeit. So, nee, ich bleib bei meiner Kultur, möchte auch mit einer anderen Kultur gar nichts zu tun haben. Anstatt ja quasi diese Möglichkeiten aus der Vielfalt zu schöpfen. Ne? Also ich meine, sowas bringt ja auch unglaublich viele neue Ideen und neue Möglichkeiten mit sich. Ich habe oft auch das Gefühl, dass es einfach auch so ein Ding ist, dass die Menschen, die da Angst vor haben, einfach auch leider da einfach nicht aufgeklärt sind. Dass es wirklich da einfach an Aufklärung mangelt. So. Weil sonst, also so ich verstehe es nicht. Weißt du, wenn man jetzt normal darüber nachdenkt, jetzt aus unserer Sicht so, ich verstehe es überhaupt nicht, wie man überhaupt darauf kommen kann, so. Wie man damit ein Problem haben kann, dass Menschen aus anderen Kulturen hierher kommen. Gerade bei alten Leuten ist mir das aufgefallen, dass wenn ein Flüchtling vorbeiläuft, dass sie einen riesen Bogen drumherum machen, Ja schon, woran sieht man denn, dass es ein Flüchtling ist? Ja eben, es kann ja auch ein Ausländer generell sein. Und gerade wenn du einfach nur vorbeiläufst, ich meine, was passiert dir denn da? Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, das war in München oder so. Da haben die in eine Mauer, wirklich eine hohe Mauer, zwischen den Flüchtlingsheimen und irgendeiner scheiß Siedlung gebaut. Und das ist wirklich, es ist eine richtige Mauer. Es ist nicht ein kleines Mäuerchen, sondern es ist, die ist glaube ich, 5 Meter hoch oder 6 Meter hoch und 120 Meter lang. Zieh dir das mal rein. Und das sind einfach, weil die einfach, ich weiß nicht, was mit den Leuten also, nicht stimmt. Also was mich so wütend macht, so ist absurd. Wie viel Geld da auch verbrannt wird, das könnte man in Bildung stecken oder da, also das Geld da reinstecken, dass sie hier anständig aufgenommen werden und dass die sich auch, dass die auch das Gefühl hier haben, dass die hier willkommen sind. So. Weil das Problem ist ja auch, wenn man die nicht integriert, wenn man die nicht auch, muss man so sagen, an die Hand nimmt, dann haben wir ein Problem. Ja. Weil dann haben wir eine komplette Gesellschaft, die sich neben der Gesellschaft bildet. Und das, also das wollen wir ja nicht. Also was mich dabei halt auch einfach so wütend macht in diesem ganzen Aspekt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Flüchtling als Kollektivausdruck so auch instrumentalisiert wird für eigentlich alles, was im Land schiefläuft. Und das ist halt einfach was, wo ich denke, gut, da könnte man ein bisschen weniger einseitig mal schauen. Das war auch zum Beispiel ziemlich lustig, noch als ich in Meerbusch auch Badminton trainiert habe, im Gymnasium an der Halle, die sollte dann Flüchtlingsheim werden. Da musste unser Badminton-Verein auf eine Halle dann verzichten. Und dann mussten wir pendeln in einen anderen Stadtteil und mussten die Halle wechseln. Und da haben die sich aufgeregt teilweise in meinem Verein, bis ich auch irgendwann nur gesagt habe, aber Moment mal Leute, das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten. Deren Familienmitglieder oder Häuser wurden zerbombt. Die verlassen bestimmt nicht freiwillig ihr Haus. Ich meine, man hat ja auch irgendwie eine Verbindung zu seiner Kultur. Und schippern mal kurz hier rüber, weil die sonst nichts zu tun haben. Denen geht's wirklich dreckig. Da werden wir verwöhnten Menschen es doch wohl mal schaffen, zweimal die Woche in einen anderen Stadtteil zu fahren, um da Badminton zu spielen, wenn wir als gleich damit wirklich Menschen Obdach gewähren. Nee, da haben wir kein Verständnis für. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber man weiß halt nicht, wie lange es dann für uns ja auch irgendwie cool ist. So, weil tendenziell lernt der Mensch nicht aus der Geschichte. Und wenn ich mir angucke, dass irgendwo im Osten die Leute da auf Festivals gehen und alle in Reihe und Glied den Hitlergruß machen, so, da denke ich mir auch so, Digga, was geht hier ab so?
Und wenn das hier der Rechtsruck generell, also nicht nur in Deutschland, sondern ich meine, guck dir Italien an, guck dir Ungarn an. Und ja. So, Türkei, Russland, so, USA. Die drehen ja gerade alle am, so ja. Komplett am Rad. Was mich persönlich jetzt auch noch mal so wütend macht, ich meine, ich bin ja als Deutscher direkt so verpönt, wenn ich halt auch mein Land liebe. Ich liebe Deutschland, ich bin auch Patriot, aber das bedeutet für mich halt nicht, dass ich andere Kulturen per se irgendwie runterstufe, schlechter finde oder irgendwie im Verglichen mit Deutschland minder bewerten sollte. So, ich verstehe nicht, wieso sich das ausschließen muss. Meine Familie kommt ja von da aus. Also, du bist halber Perse? Ja, genau. Ah, okay. Und du? Ich bin zur Hälfte deutsch und auch zur anderen Hälfte aus Sri Lanka. Mein Papa ist Vollvietnamese, meine Mama ist Chinesin, die aber in Vietnam geboren wurde. Bist du denn auch so herkömmlich deutsch aufgewachsen? Zum Beispiel, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich bin, ich würde sagen, deutscher als fast jeder dritte Deutsch. So vom Wesen, von kulturellen Prägungen her. Also, war das bei dir dann anders? Ich habe halt eigentlich vom Gefühl her super deutsch gelebt. Okay, wow. Und was heißt das jetzt genau für dich, super deutsch zu leben? Ich habe mich da auf jeden Fall meinen Freunden angepasst. Ich habe ja mein ganzes Leben lang eigentlich nur deutsche Freunde gehabt. Und ja, ich würde mal behaupten, dass ich nahezu gleich gelebt habe wie dir. Magst du Sauerkraut? Ja. Kummer, kann man nichts sagen. Deutsch. Hier, dein Pass. Wobei ich es schon als wichtig erachte, sich anzupassen, wenn man in ein neues Land kommt. Nicht unbedingt, dass man, ja, wie du gesagt hast, Sauerkraut isst oder so. Aber oder dass in man, die Kirche geht. Ja, genau, sondern dass man einfach höflich und respektvoll ist. Also ich meine zum Beispiel in Japan ist es total wichtig, dass wenn man in so einen Tempel geht, vorher am Eingang irgendwie die Klinge läutet. Ja, also dass man halt sowas vorher sich anschaut und das auch beachtet. Ja, oder auch Gesetze anerkennt. Jetzt ja, mal, ja, wenn genau. Ich, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach Deutschland kommt, kann man jetzt schon erwarten, gut, der muss halt einfach nur mal akzeptieren, dass hier beispielsweise Mann und Frau komplett gleichberechtigt sind. Und dann kann er quasi nicht darauf beharren, dass das irgendwie anders läuft. Also da muss man sich schon auch so ein bisschen anpassen. Oder auch Homosexualität, für mich auch immer ein schönes Thema. Ja, wenn die nach Deutschland emigrieren, dann müssen die auch anerkennen, dass das hier nicht nur legal, sondern auch normal ist. Ja. Also für mich das Wichtigste ist, dass halt der Mensch die Sprache lernt. Weil wenn man nicht miteinander reden kann, so wie soll man sich näher kommen? Und da hat halt auch leider der halt, ne, wenn das jetzt Deutschland ist, dann bietet sich halt die deutsche Sprache an. Also vielleicht ist so der Gedanke von Grenzen auch mittlerweile einfach eigentlich absoluter Bullshit so, weil wir sind weltweit vernetzt, wir reisen überall in die Welt, essen das Essen so, ne? Also es, eigentlich sind wir doch so globalisiert und es ist alles so. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt auf der einen Seite so, ist es halt auf gewissen Ebenen multikultureller denn je. Wie gesagt, es ist alles global, abrufbar. Ja. Durch irgendwelche Kulturmixe ergeben sich irgendwelche ganz neue, tolle Sachen. Und auf der anderen Seite diskutiert man momentan stärker über Nationalität, Patriotismus und Trennung denn je. Und das ist ja eigentlich albern und mich nervt das auch, muss ich ehrlich sagen. Vor allem ist es einfach absolut widersprüchlich, wie jemand absolut gegen Ausländer sein kann, auf der anderen Seite aber damit prahlt, wie oft er in diesem Jahr in irgendwelches Land geflogen ist oder was er sonst gegessen hat. Und ich finde es einfach irgendwie zu einfach, dann zu sagen, okay, ich nehme mir die ganzen Vorteile raus, aber habe dann keinen Bock, mich um die Person zu kümmern, wenn es immer schlecht geht. Das ist auch so unreflektiert. Ja, absolut. Ja, auf der einen Seite fährt man da hin, auf der anderen Seite will man aber von der Kultur nichts wissen. So. Alles ist